Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 an die Uni. Und wir sind hier gerade im Badezimmer, denn sie möchte ein Glas Wasser trinken. Und ja, wir sind gerade noch dabei, unser ganzes Leben hier auf den Kopf zu stellen. Wir haben sehr viel zu tun in unserem Leben, dass das hier immer noch liegt, ne? Das sind nämlich nicht unsere Uni-Hausarbeiten, denn die haben wir hier. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um die ganzen Sachen. Weil das ist gerade wichtiger, als irgendwelche Videospiele zu spielen, Girl. No. Wir möchten nämlich ja einen guten Abschluss schaffen. Und das ist halt leider halt nur so möglich, ne? Da kann man jetzt halt nicht so viel dran ändern. Deswegen, ja. Und wie ihr hört, bin ich auch immer noch krank. Und das ist halt ein bisschen krass eigentlich. Meint ihr nicht? Also, ich bin immer saulange so krank. Und es nervt mich richtig, weil immer wenn ich dann schneide und so, denke ich mir so, kann sich deine Stimme nicht normal anhören? Das ist ja noch schlimmer als sonst. Also ich mag meine Stimme einfach nicht so gerne. Und wenn ich dann auch noch das beim Schnitt dann halt nochmal in dieser kranken Version höre, denke ich mir immer so, why? Hör einfach auf. Aber ja, das ist dann natürlich immer ein bisschen schlecht. Deswegen, ja, hoffe ich einfach, dass das jetzt endlich mal bald vorübergeht, weil ich habe keine Lust mehr. Ach ja, es ist immer so eine Sache. Wir könnten ja gleich mal mit Mizuki auf ein Date gehen und uns mit der in einem Restaurant treffen. Nein, ich will nicht mit dir. Ich möchte mit Mizuki. Das ist nämlich meine Freundin. Und ich liebe die. also ich meine, ich würde natürlich auch gerne mit Olivier, aber wir machen jetzt gerade noch unsere Hausarbeiten. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Deswegen treffen wir uns halt dann auch mit Mizuki. Weil die ist auch in dem Sinne erstmal wichtiger. Ja, was ist, klüger, nicht härter. Dieser Sim baut Fähigkeiten schneller auf, solange diese Stimmung existiert. Geil. I like it. Ich mag es, wenn Fähigkeiten schnell aufgebaut werden. Deswegen, also, die Tiny-Häuser sind ja einfach richtig krass, weil du da ja Fähigkeiten so schnell irgendwie erlernst und so. Also, finde ich einfach nur krass im Leben, ne? Das ist die Frage, wo hatte ich denn was hingestellt hier in dem Save-File? Ich habe gar keinen Plan mehr. In Willow Creek vielleicht? Oh Mann. Ich werde das doch niemals finden. Weil ich habe ja 1000 Save-Files. Da kann das überall stehen. Weißt du? Windenburg vielleicht? Ja, da steht auf jeden Fall was. Dann gehen wir einfach dahin. Und dann mit unserem Herz. So. Let's go. Weil wir wollen ja unsere Beziehung aufrechterhalten. Wir sind ja nicht solche Leute. Ach, und by the way, ich nehme halt, weil ich krank bin, auch an die Uni jetzt zurzeit auch komplett ohne Cam auf. Sonst ist es ja so wenigstens ab und zu. Aber ja. Ich finde schon krass, dass ich die Bibi-Challenge noch mit Cam mache, weil das ist immer so eine Sache. Also da kann ich mich dann wenigstens noch ein bisschen für fertig machen, weil ich meine, das ist einmal die Woche, das kriege ich irgendwie halbwegs hin. Aber das reicht dann auch. Okay, es gibt Grenzen, okay? Und das ist meine Grenze. Punkt. Oh Mann. Kann der Ladebildschirm jetzt auch mal vor Ende gehen, Alter? I feel attacked, Bruder. Ich hasse Ladebildschirme, ne? Oh mein Gott. Danke. So. Das ist ihr Ausgekleidungsdings. Echt? Wait. I wanna see it. Nein, ist es nicht. Ich will sie in dem sehen. So. Oh mein Gott. Das sieht sehr, sehr süß aus. Okay. I'm in. So, und wir bitten jetzt um einen Tisch. Das sieht richtig süß aus und sie hat auch richtig Hunger. Das ist richtig gut. No, girl. Oh mein Gott. Ach, jetzt hat sie. Ach so. Es sind nicht Partykleidung, die uns fehlt, sondern. Also die wir tragen müssen, sondern die Dingskleidung. Kann es sein, dass sie zugenommen hat? Ich glaube, ne? Oh, sie hat ihre Tage, glaube ich. Können wir mal kurz. Wo ist die Auswahl hier? Lindere den Zyklus, bitte. Weil das funktioniert sonst nicht. So, und dann Romantik und dann
machen wir einfach so Kusshauchen, ist voll cute und so. Und dann bestellen wir mal eben. So, wir haben jetzt das hier fertig mit unseren Hausaufgaben, ne? Die haben wir abgeschlossen. Wir müssen heute aber auch arbeiten. Daran muss ich denken. So, okay. Okay, wir gönnen uns krass den Orangensaft. Weil wir sind krass und so. So, und dann gönnen wir uns. Ich will eine Asia-Hühnchenpfanne, auch wenn sie teuer ist. Und, glasierte traditionelle Bambusrolle. Da sehe ich sie. Let's go. So. Die beiden sind so süß. Und sie sieht auch echt gut aus. Also, kannst du nichts gegen sagen, ne? Wir wollen hier auch mal ein bisschen... Elaines Business-Idee, nein. Wir wollen ja auch ein bisschen freundschaftlich hier unseren Balken füllen, weil das ist ja nicht nur eine Beziehung auf romantischer Ebene. Deswegen werden wir uns hier drum kümmern. Bewunderung ausdrücken hier. Wir werden uns darum kümmern, dass hier auch freundschaftlich alles läuft. So. Ich freue mich schon. Ich weiß gar nicht, worauf ich mich freue, aber ich freue mich schon. Das ist gut, oder? Positive Momente im Leben sind gut. Und wenn es nur auf etwas freuen ist. Ich weiß nicht, worauf ich mich freue anscheinend, aber anscheinend freue ich mich auf irgendwas. Und das, ich weiß nicht, was ich hier rede. Ich bin komisch, okay? Lasst mich. Menstruationszyklus Notwendigkeiten geben. Das ist irgendwie süß. OMG. Nein. Du isst und trinkst jetzt. Das sehe ich nicht. Oh mein Gott. Was tust du? Oh mein Gott. Das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Ja, dann können wir auch mal hier eben... Oh, ja. Oh mein Gott. I hate this. Oh mein Gott. Bitte. Oh, sie muss gleich arbeiten. Beeil dich bitte. Oh mein Gott, Alter. Ich find's schrecklich. Dass die auch die ganze Zeit immer nur Techtelmechteln müssen, ne? Eine Poolparty? Nein. Hallo, kannst du aufessen? Ja, sie muss jetzt leider arbeiten. Unnötig. Das ist absolut komplett unnötig, aber egal. Wir lieben unseren Service, oder? Ich meine, Techtelmechtel, wenn das Essen schon steht. Wow, das, wow. Dieses Spiel macht manchmal schon ein bisschen fertig. Können wir darüber reden? Mittlerweile finde ich diesen Ladebildschirm übrigens gar nicht mal so hässlich. Also ich finde den weißen mittlerweile viel schlimmer als den. Deswegen, also ich bin ganz froh, dass es nicht dieser hellblaue geworden ist. Aber so dieser dunkelblaue ist eigentlich schon echt ganz hübsch, oder? Also kann natürlich auch ich sein und dass ich mich einfach nur krass dran gewöhnt habe. Aber eigentlich ist schon nice. So, wenn sie nach Hause kommt, geht sie erstmal duschen, auf jeden Fall. So. Oh nein, Elaine scheint sich eine Lebensmittelvergiftung. Oh mein Gott, ganz viel Geld bekommen. Nice. Wir sind nämlich Profis. Wir können nämlich existieren im Leben. Und können befördert werden. Wir sind schon mal plus 2, okay? Wir verdienen 68 die Stunde und das ist schon echt richtig gut. Oh mein Gott. Ja, wir legen uns einfach schlafen. Weil morgen ist dann wieder Uni. Frühmorgens. Und da wollen wir natürlich auch krass sein, ne? Und dann müssen wir uns dann zeitlich auch hier drum kümmern. Danach, also hier um die Abschlussarbeit und um die Präsentation. Oh mein Gott. Wieder Sachen, die wir nur zu Hause machen können. Das hasse ich sehr. Weil wenn man die Abschlussprüfung schreibt, dann kann man zwar drauf lernen und so, aber das machst du dann ja einfach im normalen Kurs wieder. So.
Ah, das finde ich besser, auch persönlich gesehen. Geh pullern, los. Ich glaube, wir haben noch Essen im Kühlschrank, oder? Nein, anscheinend nicht. Oder doch? Doch, da ist noch was. Aber irgendwas können wir aussortieren. Und das werden wir mal eben tun. Ja, so, bye. Oh, ich würde das gerne entfernen. Kann ich das im Baumodus entfernen? Wie wär's? Ist das eine Möglichkeit? OMG, ja. Perfekt. Weil es nervig. Oh, sie hat's überstanden. Als ob die Lebensmittelvergiftung nur so ein paar Stunden gehen würde. Das finde ich unrealistisch. Als ob sie krank ist. Warum fühlt sie sich dizzy? Das ist nicht okay. So, jetzt warte ab, bis du zur Uni musst. Weil das wird schon bald sein. Wann müssen wir los? Oh, in ein paar Minuten. Steh schon mal auf. Und jetzt ab geht's. Wünsche dir viel Erfolg im Kurs und so. Ich hoffe, es funktioniert gut. I love you. So. Ich hasse das, dass das dann nicht schnell vorübergeht, ne? Die Zeit, weil, I mean, wir können nichts tun. Wir haben keinen Mitbewohner oder so, um den wir uns dann wenigstens kümmern könnten. Wir haben nur sie. Und eigentlich möchte ich auch keinen Mitbewohner haben, wenn ich ehrlich bin. Weil Mitbewohner sind anstrengend und niemand will Mitbewohner haben. Wir können ja dann schon mal mit unserer Abschlussarbeit anfangen. Weil... Okay, sie will erst ihre Hausaufgaben machen, dann kann sie das tun. Also ihre Hausarbeiten. Da. Aber dann können wir auf jeden Fall unsere Abschlussarbeit schon anfangen oder so. Weil darum müssen wir uns kümmern. Ja. Und das müssen wir dann ja auch zu einer bestimmten Zeit dann am Ende halten. Ja, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Hoffe ich, denke ich. Also ich meine, bisher hat es ja auch ganz gut geklappt. Ich meine, sonst hätten wir keine 1-. Schwindel wegen Krankheit. Ah, ja. Können wir dann gleich Medizin bestellen, bitte? Because we don't like the sick bitch. So, sie hat ihre Dings da abgeschlossen. Schön. Ich würde gern einmal... Bestellung. Medizin. So. Und dann schlürf mal. Weil wir wollen ja so auch nicht in unseren Kurs gehen. Das ist ja auch doof. Und jetzt kann sie schon gar nicht mehr anfangen damit. Cool. Sie kann ja aber hiermit einfach schon mal anfangen. Informationen sammeln. I mean, die paar Minuten, die sie sich dann darum kümmern kann, ja, vielleicht, hilft das dann ja. Aber jetzt fühlt sie sich scheiße, weil sie Medizin genommen hat. Uff. Die Nachbarn sind auch noch laut. Schrecklich, dieses Leben, ey. Ah, viel Spaß. Wir werden uns dann halt erstmal darum kümmern, denke ich. Ich kann dich hier ignorieren, selbst wenn ich es wollte. Oh, girl. I love you. Sehr geschätzt. Schön zu wissen, dass jemand Elaine schätzt. Stärkt das Selbstvertrauen des Sims. Ja, finde ich auch. Also ich meine, wenn die Person, die man liebt, halt sowas sagen würde, ist halt schon richtig süß, ne? Ist schon richtig süß. Wie sehen deine Needs aus? Ganz gut. Level 8. Cool. Kann jetzt neue Hashtags erfinden und sich anderen Sims bezaubernd vorstellen. Wie kann man Hashtags erfinden in Sims? Also, ich wusste nicht, dass das geht, aber ja. Ne? Ich akzeptiere es einfach. Ja, diese Hausarbeiten machen wir natürlich auch noch, aber das kriegen wir schon noch hin. Kümmern wir uns jetzt erstmal um die Infos hier. Ich hoffe, das geht gut. Danach kann sie sich ja dann hier ransetzen. Auch wenn sie es vielleicht nicht ganz schafft, weil sie auch wieder arbeiten muss. Like, every day. Aber das kriegen wir schon anders hin. Das wird schon. Funktioniert das denn? Ist alles gut bei dir? Ich hoffe es sehr. Ja. So mangelhaft, weil überarbeiten und gliedern müssen wir natürlich halt machen, ne? Aber danach sollte es dann schon ganz gut aussehen, oder? So. Ja, ja, gleich ist Arbeit. Deswegen werden wir die Hausarbeiten nicht ganz fertig kriegen, aber passt schon. So. Just do it.
Do it, do it, do it, do it. Warum ist der Alte in den Brunnen gefallen? Weil er ihn nicht gut sehen konnte. Why? Why? Ich brauche unbedingt Spaß in ihrem Leben, ne? Spaß in den Backen. Hör auf, deine Hausarbeiten zu machen. Das kannst du dann immer noch tun. 50% ist doch schon mal gut. So, let's go. Tschüss. Ach ja, das Leben ist so anstrengend als Uni-Girl, die dann auch noch ein Privatleben hat, in dem sie eine Beziehung führt. 272, ey, das ist voll viel. Und sie macht jetzt einfach einen Selbsttest, der möchte. Vielleicht sind bis dahin die Nachbarn dann mit ihrem Leben, sodass wir schlafen gehen können. Sieht aber nicht so aus, deswegen müssen wir uns wahrscheinlich beschweren. So, nach dem Arbeitstag wollen wir uns natürlich so beschweren, negativ. Oh. Selbstversagen. Dieses Segment verlief nicht so gut, wie peinlich. Oh, girl. Don't say things like that. Wütend über Lärm beschweren, so. Er ist auch krank, cool. Love it. Ich wohne auch hier. Halt's Maul. Vor allem, es hat ihr trotzdem ja Spaß gebracht, aber trotzdem ist sie so beschämt darüber. Sie hat es einfach nicht hinbekommen in ihrem Leben, dass es vernünftig läuft. Aber das ist manchmal so. Manchmal, da funktioniert der Körper nicht so, wie man das gerade möchte. Und deswegen ist es dann vielleicht nicht so schön, wie man es sich wünscht. Und das ist normal und okay. Deswegen muss es ihr gar nicht peinlich sein. Dehydriert. Verdammt. Dann muss sie morgen früh einmal eben duschen gehen. Weil ich glaube, das hilft auch zur Hydration. Ja, genau. So. Duschen. Und dann essen. Und dann kann sie bestimmt nochmal pinkeln. Und dann können wir unsere Hausarbeiten beenden. Und dann kümmern wir uns darum. Und dann können wir eventuell schon das dann bald halten. Nein. Und dann, ja, haben wir schon bald wieder Freizeit, wenn wir dann halt die Abschlussarbeit noch geschrieben haben. Und das wird sehr, sehr schön, weil Freizeit ist immer ein wunderschöner Moment im Leben. We love the free time. Ich bin übrigens mal gespannt, weil die haben ja irgendwie gesagt, also bei Sims, dass die ein Gamepack rausbringen mit Sachen, die noch nie gemacht haben in diesem Spiel, also in dieser Spielreihe. Und ich denke mir so, was haben die vor? Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es ist irgendwas, was mich interessiert und was ich gut in mein Gameplay mit einbauen kann, weil sonst finde ich es doof. Lol. Aber wird schon irgendwie. Ich meine, bisher fand ich jedes Pack zumindest so ein bisschen gut. Ne? Deswegen wird das schon irgendwie. Die kriegen mein Geld. Oh Mann. Aber ja. Ich. Und auch über das Stuff-Pack freue ich mich und auch über das neue Erweiterungspack. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Das soll ja auch unerwartet sein. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Im Leben. So. Normal. Mal gucken, ob es noch besser wird oder ob wir es nochmal bearbeiten müssen. Ich kam nicht gut an meinen Briefkasten dran. Willst du mich verarschen, Girl? Hä, ist das nicht unser? Welcher ist denn unser? Zu meiner Geburtstagsfeier? Nope, dude, nope. Hä, das ist doch unser. Ist diese Frau dumm? Nein, wir gehen nicht zu deiner Geburtstagsfeier. Du hast nicht Geburtstag. Ich habe Alterung aus. Oder nicht? Deswegen. Hier, deaktiviert. Hä? Was willst du denn von mir, Spiel? Der hat nicht Geburtstag. Kriegt sie das hin in ihrem Leben? Ich hoffe es sehr. Sieht hervorragend aus. So, das ist ausgezeichnet. Supi, mehr wollen wir doch gar nicht. Dann, ja. Würde ich sagen, beenden wir dann hier mal den Part. Denn dann würde ich die Prüfung, also die Präsentation beim nächsten Mal machen und dann halt die Abschlussarbeit schreiben und sowas. Und dann kümmern wir uns wieder um uns selbst. Und dann
fehlt uns nicht mehr viel, dann ist dieses Display auch schon bald vorbei. Und das ist krass. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.